Herzlich willkommen zu einem neuen Video-Tutorial. Heute geht es um dieses Bild. In diesem Tutorial möchte ich dir zeigen, wie man mit ganz einfachen Mitteln mit der NYX Software und Photoshop bzw. nur dem Camera Raw Filter dieses Bild richtig cool machen kann, wenn das ja nicht optimal aus der Kamera kam und man aber noch so ein bisschen Details rauskitzeln möchte. Das möchte ich dir jetzt zeigen. Es sind lediglich zwei Ebenen und einige Einstellungsebenen mit den NYX Software Filtern und dem Camera Raw Filter. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Jetzt geht's los. So, wir befinden uns jetzt hier am Rechner und worum geht's jetzt? Es geht darum, dass wir den Hintergrund ein bisschen verstärken wollen beziehungsweise ein bisschen schöner, deutlicher sichtbar machen wollen und wir wollen das Feuer genau so darstellen, wie es jetzt ist. Ich zeige dir gerade mal die Hintergrundebene. So kam das Bild aus der Kamera. Ich habe es natürlich noch ein bisschen zugeschnitten, aber sonst habe ich hier noch gar nichts gemacht. Wenn ich die beiden Ebenen mal ausstelle, dann sind wir hier im Color Effects Pro 4, was hier gemacht wurde. Das zeige ich dir jetzt, indem ich hier einfach mal einen Doppelklick drauf mache. Das kann ich deswegen machen, weil ich die Hintergrundebene dupliziert habe und als Smart Objekt erstellt. Das heißt, ich kann hier jederzeit nochmal in die Filter reingehen und hier Änderungen vornehmen und so weiter. Ich werde jetzt hier mal Doppelklick drauf machen und zeige ich dir mal meine Einstellungen in Color Effects Pro 4. Das sieht folgendermaßen aus, dass ich hier den Filter Dark Contrast angewendet habe. Und du siehst auch hier schon, hier sind einige Punkte. Das sind sogenannte Kontrollpunkte, die sehr, sehr cool sind in der NYX Software, weil das eins der wenigen Programme ist, die damit wirklich gut arbeiten können. Und ich habe hier einfach mal die Details komplett reingehauen, weil ich das Feuer wirklich extrem kontrastreich, ein bisschen surreal machen wollte. Auch der Kontrast ist komplett reingepusht. Ich habe die Helligkeit ein wenig zurückgenommen, ganz dezent, und die Sättigung auch wieder ein wenig hochgeschraubt. Und dann habe ich das Ganze hier über die Kontrollpunkte nur auf das Feuer angewendet. Wie sieht das Ganze aus, wenn ich hier auf diesen kleinen Button klicke? Dann sieht man, dass hier die Kontrollpunkte gesetzt wurden. Ich kann hier jeweils die Deckkraft und die Größe noch variieren. Und die NYX Software ist jetzt so gemacht, dass sich das Ganze nur auf diesen Bereich auswirkt, der hier weiß dargestellt wird, so wie eine Photoshop-Maske. Was weiß ist, ist sichtbar, was schwarz ist unsichtbar. Das heißt, der Stefan, unser Feuerspucker, hat hier ein wenig Licht noch abgekriegt, beziehungsweise bekommt ein bisschen von dem Filter ab. Das ist aber gar nicht schlimm, weil er ja da auch als Hauptmotiv mit in dem Bild drin ist und natürlich hauptsächlich das Feuer. Ich könnte hier noch ganz viele weitere Kontrollpunkte setzen, bis das ganze Feuer hier weiß ist. Allerdings reicht mir das in dem Fall so. So, und so sieht das Ganze aus. Wenn ich die ganze mal ausschalte, dann sehen wir auch hier, wie das Feuer vorher aussah. Und wenn ich sie wieder einschalte, dann sehen wir, okay, da hat sich richtig was getan. Genau, das war also hier Dark Contrast in der NYX Software. Und das ist eigentlich schon so das Ausschlaggebende an diesem Bild. Was habe ich dann noch gemacht? Ich habe noch einen Filter Define angewendet. Da muss ich jetzt nicht viel zu sagen. Define ist ein Entrauschungsprogramm bzw. ein Entrauschfilter der NYX Software, mit dem ich einfach so diesen ISO 1000, das ich an der Kamera hatte, dass ich das hier ein bisschen reduziere. Ja, ist gar nicht großartig, wenn ich zu groß entrausche, dann fehlen mir hier wieder viele Details. Deswegen habe ich das hier ganz dezent angewendet, sonst hätte ich noch maskieren müssen. Und ja, mir ging es aber jetzt hauptsächlich darum, dass hier hauptsächlich das Feuer wirklich auch richtig gut rauskommt. Und der letzte Schritt ist hier der Camera Raw Filter. Wenn ich den einblende, dann seht ihr auch schon, was da passiert ist. Dass wir hier eine leichte Vignette drum gelegt haben um das Bild. Wir haben das Blau ein wenig hervorgehoben, ganz dezent, und ich habe hier einen Schein, einen Lichtschimmer hier am Horizont noch ein bisschen erstellt. Ich zeige euch gerade mal, wie ich das gemacht habe. Ich öffne mal den Camera Raw Filter und dann
seht ihr, wie einfach das ist, mit welchen einfachen kleinen Klicks man das Ganze erstellen kann. Der einzige kleine Nachteil der Nix Software ist eigentlich, dass es so ein bisschen langsam ist, wenn ich mit Smart Objekten arbeite, weil die jedes Mal neu verarbeitet werden. Aber damit kann man leben. Die Vorteile überwiegen auf jeden Fall. So, was habe ich gemacht? Ich habe hier das Ganze ein bisschen geschärft, das Bild. Nichts Großartiges. Habe dann hier in der Sättigung die Blautöne ein bisschen gepusht. Habe die Luminanz von den Aquamarinen und den Blautönen hier hochgezogen, dass wirklich nicht hier die Rottöne bzw. Gelbtöne aufgehellt werden, sondern nur der Himmel. Und dann bin ich hier in den Effekten noch rein und habe eine leichte Vignette angelegt, damit das Ganze nochmal so ein bisschen Fokus auf das Motiv gibt. Und dann bin ich hier über den Radialfilter rein und habe jetzt hier so einen Verlauf angelegt, so einen Radialverlauf hier hinten am Horizont und habe hier lediglich die Belichtung auf eine 0,65er Blende hochgeschraubt. Und das war es auch schon. Mehr habe ich da gar nichts gemacht. Ich habe noch ein wenig den Dunst entfernt, damit ich hier noch ein bisschen mehr Struktur reinbekomme. Aber das war es dann auch schon. Ja, und so ist das Bild also entstanden. Es ist kein Hexenwerk. Wenn das Bild mal im Kasten ist, dann ist der Rest nur noch Feintuning. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, wenn ihr mehr wissen wollt, haut es in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche im nächsten Video wieder. In diesem Sinne, bis dann. Ciao.